Bei einem Brand in seiner Wohnung an der Kloppenburger Straße hat sich ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Vom Rettungsdienst wurde der Verletzte sofort ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Brand durch eine vergessene Kerze ausgelöst worden. Den durch das Feuer entstandene Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Der Brand in dem 12-Parteien-Haus war der Feuerwehr gegen 8.25 Uhr gemeldet worden. Die Einsatzleitung schickte vorsorglich zwei Löschzüge nach Kreinbrück.